Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach mehreren Anläufen sind wir jetzt hier in einem neuen Projekt mit mir, Oxstar, der Oxtasia, dem Pimbro und dem Postra. Wir spielen Magicide, ein bockschweres Spiel, wenn man den Reviews vertrauen kann, aber es soll sich lohnen. Ja, ich würde sagen, ohne Umschweife starten wir direkt ins Spiel hinein. Okay, oh mein Gott. Wir sind hier die Rock Knight Forest. Wir sind hier diese Figuren. Jo. Und ich fälle Holz. Ich hab einen Eisenbarren. Bei mir stockt's gerade. Ihr singt so eine Türe. Oh. Es ist dunkel. Oh. Ich töte dich, Schleim! Du nimmst. Oh mein Gott, ich helf dir! Du hast Schaden genommen übrigens durch den Stein. Ja, oder so. Ich weiß. Du hast ein Schwein! Man kann Doppelsprung machen. Wollte ich noch sagen. Wartet, ich mach schnell. Soll ich schnell. Komm mal nicht hoch! Soll ich schnell eine Runde Spitzhacken machen? Ja. Ich muss hoch, Doppelsprung hochhüpfen, andere Seite. Oh, kannst schon von hier unten. Job. Jetzt hab ich ich hätte das meine. Ich hab den Skill drin wegen den Spitzhacken. Yeah, ich hab ein Schwein geschlachtet. Ich tanze! Was kann ich mit dem Stock machen? Ich helf dir! Wow! Yeah, Level up! Level up! Level was auch immer das bringt. Kann ich mit Fleisch das kaputt hauen? Stirb! Stirb! Friss Keule! Wartet doch, ich bin kurz im Craften, ich erkläre jetzt gerade das. Wie kann man hier craften? Das Crafting ist. Inventar kann man mit E öffnen. So, einmal Spitzhacke. Mit E sprint ich auch. Zweimal Spitzhacke. Und die dritte ist für mich. Komm ich zur Spitzhacke? Wie kann ich die wessen? Nein. Wie kann ich mein Inventar. Mit R. Mit R kann man das Inventar öffnen. Und mit der Spitzhacke kann man zum Beispiel Steine abbauen. Man glaubt es kaum. Ich hole dir noch schnell die Steine da hinten. Jo. Eben, wenn man R öffnet und danach muss man immer zwei Blöcke nebeneinander platzieren und danach Shift-Klick auf die Items, die man kombinieren möchte. Und so bekommt man dann Sachen heraus. Eine Wooden Plank. Also wie nebeneinander? Stirb! Ah! Oh mein Gott, Wildschwein! Ich verstehe jetzt das System nicht mehr so ganz. Ja, ich erklär's gleich. Oh mein Gott. Ich bin auch tot! Postra, hilf uns! Ihr seid tot! Was? Hab ich mich hier rüber geschmissen? Oh mein Gott, das sind ja viel zu viele Viecher hier unten. Was soll. Ich werd penetriert. Was soll ich da machen? Töten! Töten! Nee, kann ein bisschen abbauen. Lass uns auf jeden Fall ein bisschen alleine. Ja. Wir sterben ja. Wir sind ja nicht schon tot. Mann, ich seh nicht, ich wurde weggespitzt. Wir sind tot! Yay! Ich bekomme eine Box, ich hab einen Score von 116. Ich hab 40. 234. So, ich würde mal sagen, we playing again. Ich habe 2 Minuten 44 gelebt. Ist das ein Schild, das ich in der Hand halte? Oder was ist es genau? Nee, ich hab ein Stück Fleisch. Das ist eine Händel. Ich hab ein Hühnchen. Ja, man bekommt immer noch zufallsgenerierte Items. Ich bin schon tot. Was? Ich bin schon tot. Bin Postra! Rette uns! Rette uns! Ich hab nur eine Axt. Was? Die Gegner machen 4 Schaden im Schnitt. Wir haben alle um die 5 Leben. Ja, 2 Treffer ist, tot. Meine Score ist 6. Ich hab 10. Schwein! Oh mein Gott, Schleim! Schleim auf 2. Schmeißen wir uns den Schleim gegenseitig ins Gesicht. Das ist eine super Idee. Ich muss so eine Potion trinken. Ich hab eine Potion. Du hast eine Potion? Potion. Ich fäll hier noch schnell Bäume und mach danach noch Spitzhacke. Kann man die Fliege hier auch zerstören? Nee. Axasia, du bist tot. Oh. Ich komme! Mann, ich hätte gerade eine Bone Axe gemacht. Danke. Eine Bone Axe, die wird ja ich hatte das Zeug dabei. Die wird auch viel aushalten. Was ist das? Boah, das Ding? Ich will das haben. Ich hab Level up! Gecritet! Axta, wo bist du? Also bis jetzt ist alles okay. Wartet, ich komme, ich hab eine Spitzhacke gemacht. Ich hab eine Mana Potion. Ja, die bringt ich will das Schwein töten, stirb Schwein! Ich hol noch Stein und guck. Ja, wartet doch!
Was kann man jetzt da hier alles craften? Ich würde sagen, wir sollten in der Gruppe sein. Ja, ja, ich erkläre das Crafting-System, wenn wir eigentlich mal die erste Ebene überlebt ich haben. Ich hab's verstanden. So. Lalalala. Halt! Lalalala. Ich wiederbelebe dich! Du lebst! Stirb, Schwein! Also, ich bin gerade im Fleisch zusammenhacken. Ein Kleber kommt, aber ich komm auch Critical Hit. Critical. Oh mein Gott, was ist das? What the? Ich habe gerade etwas gegessen und habe dabei geschissen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh fuck. Ich bin drüber gesprungen. Ja, dankeschön, Finn. Dankeschön, Bruder, du hast mir gerade den Schleim. Mischa, du musst uns retten. Ja. Weil Finn von mir den Schleim in die Fresse geschmissen hat, Postra in den Schleim reingesprungen ist. Wollt ihr euch wiederbeleben? Und dann war da noch ein Schleim. Ich bin auch tot. Oh Gott, Score von 81, yeah! So, 238! So, spielt das Spiel ist ja kackschwer. Wir haben 2 Minuten gespielt. Okay. Nochmal. Nächster Versuch. Ich hol das Schwein. Nein, ich mein Schwein! Wildschwein! Wow! Ich noch einen Treffer und ich bin tot. Auf das Viech draufspringen gibt dir auch Schaden, nur so zur Info. Ich hab's gemerkt. Ach schon? Ich hätte jetzt noch ein Leben, was mach ich mit meinem Leben? Ich brauch Fleisch. Fleisch gibt dir nur Nahrung zurück und keine Leben. Oh, was ist denn das? Das ist ein Stock, mit dem kannst du dann craften. Du bist ein Schwein. Wir müssen aber dieses Viech töten, das gibt Erfahrung. Und einen Ochsgriff. Ja, dann kannst du sie kombinieren. What? Nein, ich bin tot! Nein, ich bin tot! Oxtat, nein! Oxtasia, nicht vor dem Gegner stehen bleiben! Ich hab so eine krasse Angst. Der penetriert meine Leiche. Geh zu Oxtat zuerst. Was ist nicht Oxtat? Wie belebt man wieder? Hau doch zu! Nein! Postra, zuerst den Gegner töten, dann wiederbeleben. Ganz einfach Reihenfolge, weil sonst stirbst du. Ja, eine Minute. Hab ich gesehen. Ja. Ich hab den Peon! Ah, wir sind 7 Minuten dran und schon 4-mal gestorben. Ich aktiviere den Death Counter hier in diesem Spiel. Oh, du Biene. Okay. Hopp. Warum? Brauchst du Hilfe? Achtung. Ich würde mich zuerst um die Gegner kümmern. Ganz ehrlich. So, ich kümmere mich um den Glibber. Okay. Achtung, ich kümmere mich um die Kleber, oder gehst du? Ich kümmere mich ums Schwein. Das kann ihn wenigstens nicht töten. Ja. Hier oben ist noch, hier oben ist noch eine Wespe. Ich glaube, die macht uns nichts mehr, die legt den Boden. Oh. So, ich habe eine Steinspitzhacke. Mal gucken, was ich craften kann. Also. Eben, das Crafting-System, muss man auch, das ist so nach dem Minecraft-Prinzip, man muss zuerst dahinter kommen, was man überhaupt wie craftet. Also, und wie crafte ich was zu genau? Eben Shift-Click und danach, wieso verteilen wir uns immer? Das ist die schlechteste Idee, die wir immer haben können. Ja. Postra. Ich bin hier. Bro. Kommt ihr zwei auch? Ja. Oh, ich hab irgendetwas bekommen, aber ich weiß nicht was. Nehmt mal einfach alles an Holz mit, weil das können wir schlussendlich noch verkaufen in der Stadt, wenn wir die Stadt dann endlich mal einmal erreichen. Aber jetzt sieht es mal so. Au! Ich hab einen Pickhandle, aber nichts zum Pick machen. Guck, ich hab einen Gehstock. Fuck, ich bin tot. Nein, ich bin bei dir. Wow, und wir mit einem Leben wiederbelebt. Das ist aber ganz großzügig. Mhm. Wow. Stirb! Ich muss die Erfahrung holen! Hol die Erfahrung! So. Weiter geht's. Wir kommen hoch. Also ich komm hoch. Ich hab noch so ein Wildschwein! Wespe! Nee. Lass das Wildschwein bitte in Ruhe. Ich hab so ein Pickhandle, aber. Das Wildschwein ist bei dir. Was brauch ich da, um eine Pick draus zu machen? Ja, ein Blade! Ich hab auch ein Blade! Ich bin wieder tot. Das Blade könnt ihr machen, indem ihr Wooden Planks nehmt. Zuerst zwei Wooden.
Planks kombinieren, um ein wurden ihr braucht. Nein, Entschuldigung, ihr braucht. Ich hab eine Todesaxt. Oh, eine Todesaxt. Guck, ich hab eine Todesaxt. Ah, oh, hier unten hat es zu viele Viecher. Lass mich. Todesaxt. Postreis ist tot. Ja. Scheiß Wespe. Achtung, Wespe. Ich bin tot. Ich. Meine, mach die meine Attacken schaden. Die hat einen Schwunghaken, wie du hättest. Du wirst gefickt. Micha, wo bist du? Ich bin hier oben am Stehen. Und eine Biene. Seid ihr alle tot? Ja. Also ich werde gerade hart penetriert von der Biene. Ja. Das finde ich echt nicht okay. Das sieht echt schlimm aus. Schleim, Achtung, Achtung Schleim, ich bin tot. Achtung, alle Viecher. Alles ist immer. Ja, penetriert die da unten. Oh, eine Kiste. Wow, eine Kiste, noch eine Kiste. Ich hab keine. Yay. Yay, ich hab einen Score von 291. 114. 122. Es macht sau Bock zu spielen, aber es ist so schwer. Es ist schwer. Einfach knallhart. So, ich würde mal sagen, wir tun mal. So ein bisschen, ich tu mal noch meine Traits ein bisschen ändern. Traits? So. Ja, würde ich auch sagen, mache ich auch mal meine. Okay. Was soll ich? Und so ist es created. Hier kann man auch auf den Stats-Button drücken, um neue Traits zu bekommen. Und hier kann man eben die Rasse auswählen. Wir haben noch keine freigeschaltet. Dann hier hat man verschiedene Varianten. Hier kann man auch zusätzliche Kopfbedeckungen nehmen, die dann auch zusätzlich Sachen freischalten. Ich habe zum Beispiel den Berserker Scarf. Das gibt mir eine 33%ige Chance, dass ich noch eine zusätzliche Attacke bekomme. Ich würde mal gerne wissen, wie man ein Schwert craftet zum Beispiel. Das wäre schon mal nicht schlecht. Könnt ihr in die Kommentare posten, liebe Zuschauer. Denn wir haben das wirklich blind gespielt, also Axel und ich haben, glaube ich, schon einmal vorgespielt und. So, ja. Ich bin drin. Ich auch. Ich bin den Zuschauern noch schnell am Erklären. Okay, hier oben kann man noch einen Namen. Hier sieht man, wie man aussieht. Oh, ich habe meinen Namen noch nicht geändert. Und dann kann man hier auf Create drücken und dann. Hier steht einfach nur Player 1, 2, 3, 4. Das ist ein bisschen verwirrend, aber. Ja. So. Akzeptieren es. Haben es alle? Ja. Jo. Gut, dann starten wir in die nächsten Runden. Schwein! Bei mir ist alles schwarz. Wieso ist bei mir alles schwarz? Du bist jetzt gerade durch den Boden gebockt. Was? Yay! Da ist er wieder. Ey, ihr klaut mir alles an Holz. Ihr seid so scheiße. Ich seh gar nichts. Bei mir ist alles schwarz. Ich bock durch den Boden durch. Das Spiel ist noch ein bisschen. Wir haben die Wespe aufgescheucht. Hätte ich gesagt, ne? Ich bin eine Achtung, Biene. Sie wespert. Sie zieht ihr Wespending durch. Ja, warte, ich bin am Craften gewesen. Du hast 4 Leben verloren durch die Wespe. Ja, ich weiß. Nein! Ich bin tot! Ich bin auch tot. Ich sehe gar nichts. Ich backe nonstop durch den Boden. Du lebst! Ich werde penetriert. Hey, Frage, bin ich für euch noch anwesend? Ja. Oh, sie ist tot. Wiederbeleben. Da muss man einfach W gedrückt halten. Danke. Keine Ahnung. Oh, ich hab noch muss, glaube ich, nur einmal drücken oder so. Jetzt bist du weg. Raw Meat. Pimbro? Ich hab Kohle. Ich hab ein Sword Hilt gemacht, aber ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Was hast du gemacht? Ein Sword Hilt. Also. Jetzt ich habe einen X-Handle gemacht. Musst du 4 Wooden Planks kombinieren, damit du einen Wooden Blade kannst. Ja, ich habe Holzschwert! Wie macht man den Holzgriff, den Schwert? Wie macht man den Schwertgriff? Wie macht man den Schwertgriff? Ich weiß nur, wie ein Axtgriff Wood geht. Zwei Wood zusammennehmen und danach ein Wood mit einem Stick. Also ein Wooden Plank mit einem Stick? Ja. Gut. Dann haben wir das. Ich habe Holzschwert! Pimbro? Ich glaube, seine Internetverbindung ist abgespackt. Wooden Blade. Kommst ja, du? Ich habe irgendeine Mysterious Potion. Also dann gehen wir halt nur zu dritt weiter vorerst. Jetzt habe ich 2 Äxte. Warte, wenn ich genug Holz habe, craft ich die auch noch schnell eins. Wo seid ihr? Wir sind weitergelaufen. Wieso hast du ein Level Up und ich nicht? Weiß ich nicht. Warte! Axtasia, lass mich bitte ein bisschen Holz sammeln. Ja, warte, ich schmeiß. Kann ich das Ding nicht hinschmeißen? Doch, du kannst es auch raus. Ich hab, glaube ich, es sonst genug. Es liegt hier. Ich hab, glaube ich, sonst genug.
Dann nehme ich sie wieder mit. Da vorne kommt ein Schleim, warte. Ich gehe mir hier auf die sichere Plattform. Wir sind schon weitergegangen, genau. Ja, ich warte. Ich war zuerst misstrauisch gegenüber diesen Ranken hier. Die machen nichts, okay. Zur Abwechslung. So, wow. Zur Abwechslung. So, ich habe dir ein Schwert hingelegt. Ja, yeah, ich habe eins aufgelesen. Aufgesammelt. Wir verwenden hier die deutsche Sprache. Ich töte das Schwein. Okay, Schleims, Achtung. Schleimies. Nicht den Fehler machen und auf zwei unterschiedliche Seiten gehen, weil sonst schlagen wir uns die Schleime gegenseitig ins Gesicht. Ich hab sie getötet! Yeah. Level up! Hat jemand eine Ahnung, wo Pimbro hin... Ab? Nee. Oh nein, ich bin tot! Oh mein Gott! Stell dich nicht in die... genau. Gut, ich habe wieder ein Leben. Hat jemand irgendeinen Heiltrank? Nope. So? Ich hab Fleisch. Ich hab nur eine Mysterious Box. Ich hab einen Ring. Stellen wir uns hier hin und Oh mein Gott, da hinten bisschen. Ist ein Viech. Oh nee, an dem sind wir doch schon jedes Mal gestorben. Ja, was willst du noch craften? Ich hab gar nichts zu craften. Eine Pickaxe. Wie macht man die denn? Auch mit jeweils zwei Wood kombinieren zu Wooden Planks. Dann die beiden Wooden Planks kombinieren zu einem Wood Blade. Und danach im Grunde genommen zwei Wooden Sticks kombinieren. Und danach hast du eine Axe-Handle. Und dann die Axe-Handle kombinieren mit einem Wooden Stick. Dann hast du eine Pick-Handle. Und so bekommst du eine Pickaxe. Alles klar, Herr Kommissar? Okay. Alles klar. Ich habe auch irgendetwas gemacht, aber ich weiß nicht, für was ich es kann glauben. Ich habe jetzt einen Pickhandle gemacht, aber ich habe zu wenig Wood für. Warte, ich kann dir geben. Ich schaue noch schnell, ob wir hier hinten irgendwo Steine vergessen haben. Nein, ich komme wieder zurück. Ich gebe dir Wood. Ich habe zwei Wood. Ah, du hast eine Handle gemacht, aber noch keine Blade. Ja. Ja, warte, du bekommst von mir zwei Wood. Komm mal. Oh mein Gott! Wie viele Leben habt ihr noch? Eins. Was sehe ich das? Das ist das Rote. Ja. Zwei. Das mit dem Herzchen. Hier, da liegen die Planks. Schmeiß sie ihm unter die Stacheln. Ich gehe mal vorsichtig. Oh Gott, your stomach begins to grumble. Ich mach 13 Schaden mit dem Ring. Ich hab ihn getötet! Warte, ich hab dir was zu essen. Aber gekocht? Ja, roh bringt es, glaube ich, nicht viel. Ja, immerhin ist es etwas. Jetzt hab ich, also, rohes Fleisch bringt einen Hunger. Hm. Wir sollten irgendwie noch ein Feuer machen können. Achtung! Springt nicht hoch. Ist das ein Kackhaufen hier? Ja, das ist ein Kackhaufen. Springt nicht hoch. Übrigens, die Werkzeuge zerbrechen auch irgendwann. Wie mein... Ich kümmere mich um den... Ich bin tot. Ich hab den Schleim... One-hitted! Wow. Wartet, ich mach mir schnell nochmal eine Wooden. Top. Your stomach begins to grumble. Ah, ich habe zwei Herbs. Mit zwei, wenn ihr Herb habt, also so Kräuter, könnt ihr die versuchen zu kombinieren, dann gibt es eine Potion. Ich habe eine Healing Potion. Ich trinke gleich die Healing Potion. Da oben ist eine Wespe und so ein Wildschwein. So, jetzt habe ich drei Leben. Ganz am anderen... Oh Gott. Das Wildschwein scheuchen wir mal lieber nicht auch. Haben wir hier unten einen Steinhaufen vergessen, nicht, oder? Gut, gehen wir weiter. Nö. Jetzt läuft es einigermaßen. Oh nein, da ist wieder ein Wildschwein. Oh nee, eine Wespe. Eine Wespe! Oh. Okay, ich komm. Okay. Diese Steine machen es nicht besser. Nein. Wow, 26 Leben abgezogen! Oh mein Gott! Hallo! Potra! Ich bin tot. Wir sind Game Over. 227. 50 Score. Ja! Ich hab eine neue Rasse freigeschaltet. Der Zyklop! Der Oklops! Oh, ich habe 226 Score. Mein Score ist 477. 622. Wir haben irgendwie Pinbro verloren unterwegs. Ja, wo ist der? Ich höre ihn nicht mehr. Ja, eben. Sonst.
Sonst für einen ersten Eindruck wäre das schon mal hier die erste Folge. Ja, jetzt machen wir das neue System. Wir machen einzelne Folgen mit Abonnenten. Nein, eben, weil wir nicht mehr wissen. Sehr wahrscheinlich ist seine Internetverbindung irgendwie zugrunde gegangen oder sonst irgendetwas. Wir schauen noch einmal. Vielleicht sieht man sich direkt im Anschluss gleich in einem nächsten Part wieder. Ansonsten ist das hier einmal eine Teaser-Folge oder eine Anfangsfolge, um zu zeigen, wie es ist. Dass wir es können. Ja, genau, dass wir es eben nicht können. Hey, ich hab eine neue Rasse freigeschaltet. Nein, eben. Wenn euch dieses Projekt gefällt, schreibt doch bitte in die Kommentare, dass ihr weitere Folgen sehen möchtet, weil das hilft uns, weil dann wissen wir, dass wir das Projekt weiter im Programm lassen können oder dann können wir es auch ziemlich schnell wieder verwerfen. Und wie immer am Schluss kann man sagen, abonniert uns, kommentiert uns, macht Kommentare, positive, negative, anregende Kritik, was auch immer. Ich sage immer etwa dasselbe nach jeder Folge. Der gewiefte Zuschauer unter uns, der bis immer zum Schluss schaut, merkt das auch. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir haben euch Matches eigentlich gezeigt, zum Beispiel auch, wie man es eben nicht machen sollte. Aber mir macht es total Spaß, muss ich dazu sagen. Es ist einfach bockschwer, aber es macht Spaß. Mhm. Und das Crafting-System, da muss man sich zuerst reinfuchsen, aber wenn man drin ist, glaube ich, kann man ziemlich schnell das Sachen craften. Nur jeder Gegner kann einen am Anfang sehr wahrscheinlich, das ist ja hoffentlich nur am Anfang so, jeder Gegner kann einen praktisch instant töten. Ja. Hey, dafür, dass es nichts kostet. Was? Dafür, dass es nichts kostet. Oder kostet es etwas? Ja. Wie viel kostet es? Ist, glaube ich, im Steam Store zu erhalten, Maximum 10er. Ich weiß gerade den Preis nicht auswendig. Nein, es ist praktisch nichts. Und wenn es euch gefällt, dann kauft dieses Spiel doch. Es ist wirklich zu empfehlen. So, Kaufempfehlung von uns. Wir bekommen kein Geld dafür, muss man dazu anmerken. Nein, jedenfalls wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss! Tschüss.